Moin Moin Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Christian, ich präsentiere für unseren YouTube-Kanal Modbox das Pack Micro Tractors and Implements vor. Also ich sag mal, hier bei uns in Rheinland-Pfalz würden die Dinger Holder heißen. Das ist quasi ein Motor mit Reifen und da kann man verschiedenste Sachen hinten dran hängen. Dieses Pack beinhaltet diese drei Fahrzeuge, einmal den hier in der Mitte, mit dem könnt ihr quasi einmal den Grubber hinten anschließen. Ihr könnt, das ist ein Flug, ein Einschabflug und ich glaube... Aber das ist, glaube ich, nochmal gut. Müssen wir mal gucken, was es ist. Bin mir nicht ganz sicher. Mikroflug gibt es auf jeden Fall. Zwei Stück, damit es auch ein Flug sein. Der hier ist konfigurierbar als Ballenwagen, als mit Kapazität und schauen wir uns gleich im Shop an. Und das hier, der ist so wie er ist, als zum Rasenmähen gedacht. Ja, texturtechnisch finde ich super. Also echt gut aus. Lizard Diesel steht drauf. Also mal was ganz Neues. Auch gleich, wenn ihr seht, wie der junge Mann sich bewegt in dem Fahrzeug. Sieht das sehr cool, auch sehr realistisch aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe Bekannte, die haben sowas. Und also in dieser Ausführung hier, richtig cool. Wir können mal, einsteigen. Nach einer Innensicht. Ihr seht hier auch, der Keilring wird richtig vernünftig angetrieben. Also, das passt. Wenn ihr es lenkt und fahrt, ihr seht wirklich, wie er schaltet an diesem riesen Schaltknauf. Und mit 25 km/h habt ihr schon das Maximum hier erreicht. Also soundtechnisch finde ich es auch sehr cool. Ja, Rückwärtsgang. Ihr habt eine Beleuchtung, aber keine Blinker, nichts. Ist ja klar, ist ja nur so betrieben. So, jetzt das Ganze mal. Auch hier seht ihr, wenn ihr jetzt rückwärts, es schaltet auch. Jetzt muss ich erstmal warm laufen und dann geht's los. Jetzt können wir runterlassen, einschalten. Jetzt würde der rein theoretisch, glaube ich, grober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne, und das könnt ihr natürlich dann, na gut, der Arm ist einfach ein bisschen wild. Aber den könnt ihr jetzt auch abkuppeln. Jetzt geht er drüber, ups. Weil ihr müsst ihn halt immer hinten anschließen, nicht vorne. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Da müsst ihr jetzt rückwärts laufen. Da drüber einmal, zack. Dann erkennt ihr das. Und dann könnt ihr quasi das. Er hebt den auch so hoch, also ist keine Hydraulik hinten dran. Also richtig cool gemacht, muss ich sagen. So, und zu guter Letzt haben wir noch hier den Rasenmäher. Hinten auf so einen kleinen, so einer kleinen Rolle. Und jetzt einmal rüberfahren. Eine Grasfläche. Also ihr müsst bei dem, wenn ihr mit 25 fahrt, ganz langsam lenken. Ich habe vielleicht hier einen Controller, das ist dann gar nicht mehr ganz so einfach. Und wenn wir jetzt mal hier auf unsere Grasfläche fahren, die uns gehört, können wir das Ganze mal einschalten, wenn ihr möchtet. So. Ne? Und ihr seht, da. Jetzt geht es um und jetzt könnt ihr quasi hier mit dem Mähen. Sehr, sehr witziges Teil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So. Das Ganze wird zur Verfügung gestellt von Erik Isaac und AgroMods. Und der, die Modder schreiben, die ihre Mod beschreiben, dass das Ganze ja für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch für unsere vorherige Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Ne, auch irgendwie könnt ihr den Mod runterladen und nutzen. Ja, und wenn euch unser Mod vorstellen gefallen ist, ja. Ne? Wenn euch für den kaufbaren Links interessiert, schaut mal unter dem Video. Da habt ihr alle Links zu den kaufbaren DLCs von Giants und deren Partnern. Wenn ihr das über diese Links kauft, ne? Unterstützt direkt mal uns und den Entwickler und das wäre natürlich sehr cool. Ja, gucken wir uns das im Shop an. Im Shop, ich würde an eure Stelle Mods und DLCs gehen und da haben wir das Gute. Es gibt einmal diesen Mikrotraktor mit 20 PS, manuell 25 km/h schnell, als Ballenwagen, als Kapazität, also sprich für Schüttgut. Nochmal ein Ballenwagen, Kapazität größer, ne? Und hier könnt ihr dann, wenn ihr das Kubota DLC habt, sogar euch mit mehreren Leuten draufsetzen. Die Motorausführung kann zwischen 20 und 50 PS geswitcht werden, beziehungsweise konfiguriert werden. Und Reifen gibt es halt hier vorne Breitreifen und hinten Breitreifen, also Doppelbereifung. Die Hauptfarben könnt ihr in einer gewissen Auswahl tätigen, genau wie die Designfarbe. Oh, das ist da unten. Und die Felgenfarbe ist selbsterklärend in den ausgewählten Farben. Stellenmäßig kostet 16.000, mit den ganzen Konfigurationen liegen wir nochmal 5.400 dazu, sprich für 21.400 das erste. Das ist hier das Kombo-Gerät. Auch hier könnt ihr zwischen 20 und 50 PS wählen. Auch hier diese Reifen, da gibt es noch andere, diese Eisenräder, Räder für Flug, damit ihr ein bisschen besseren Grip hat. Die Zwillingsbereifung und die normale Reifen. Auch hier die Farben identisch wie beim anderen. Hier sind die Anbaugeräte, das ist jetzt eine Mikrofräse. So, jetzt haben wir es. Flug, das ist eine Mikrofräse, das ist der Mikroflug,
mit, ne, 0,4, nicht mal halben Meter Arbeitsbreite. Da könnt ihr den Leuten mal eine Aufgabe stellen. Oder halt den mit Breitschneider. Und auch hier könnt ihr wieder, ne, Chiptune auf 50 PS, auch hier die Reifen, Doppelbereifung und Einzelbereifung und auch die Farben in den bereits schon ja, gesehenen Farben. Ne, jeweils hier für 13.500, 12.000 oder 16.000, je nachdem, was ihr halt braucht. Und hier ist das Glätteisen, Verwendung von Eisenrädern, das ist wie ein grober zu handhaben. Da könnt ihr den Sturzgewicht drauf machen, wenn ihr möchtet oder nicht. Und halt das Glätteisen auch die Farbe ändern, so wie es euch halt beliebt. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Und hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Wenn ja, bloß bitte mit dem Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.